Guten Tag, meine Damen und Herren. Zum Ende dieser ganzen Skin-Zeigereihe und was weiß ich von der neuen Operation schauen wir uns noch die Sticker und die Graffitis an. In einem Video. Da mache ich jetzt nicht drei separate, sondern eins, in dem wir uns alles anschauen. Beginnen wir mit den Stickern. Da kommt hier zuallererst der Sticker Gold Web in Foil rein. Einige haben schon gesagt, dass sie das neue Symbol dieser Operation sehr gut finden. Ja, so ist auch der Sticker. Edel. Dann haben wir den Webstuck Holo-Sticker, der, denke ich, sehr gut auf einige User passt, die jetzt gerade richtig in CSGO gefangen sind aufgrund der neuen Operation und vor sich hin daddeln, was ich auch sehr schön finde, natürlich. Und da passt der Sticker wie die Faust aufs Auge. Mastermind Holo ist der dritte in dieser Sticker-Collection. Nennt man das auch Collection? Nee, oder? Doch. Shattered Web Sticker Collection, okay. Den habe ich schon bei einigen als Drop gesehen. Ich weiß nicht, ob ich... Habe ich den nicht auch gedroppt bekommen? Ja, Mastermind. Zwar nicht Holo, aber er ist am Start. Sieht schon sehr interessant aus, ne? Zwei Augen und eine Gasmaske. Kopf von einer Spinne mit irgendeinem krassen Buckel drauf. Oder die Augen hier außen. Dann gibt es die Sticker natürlich auch nochmal in Nicht-Holo. Sehen trotzdem beide gut aus. Counter-Attack habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, kann man sich halt so auf seine Lieblings-City-Waffe draufklatschen. Hier auch nochmal Webstuck, halt nicht in Holo. Dann haben wir noch den Shattered Web-Sticker. Der ist mir letztens auch reingeflattert. Auch ein schönes Teil. Und zu guter Letzt Terrorist Tech, der Counterpart von dem City-Sticker. Kann man sich halt jetzt hier in dem Fall auf seine Lieblings-AK kleben. Bei den Graffitis haben sie einmal eine Troll-Collection, die ich euch jetzt zuerst zeige und danach einfach nochmal eine Collection Teil 2. Die Troll-Collection ist natürlich nice, ne? Mit dem 200 IQ-Graffiti. Mit dem Smear-Me-Graffiti. Are you joking? Are you joking? Ups, besonders cool, wenn man aus Versehen einen Mate killt. Kann mal passieren. Ganz klar, GeForce. I am dead now. Auch ein schönes Teil. Really? Really? Seriously, guys? Nice try. Das ist frech. Little easy. Das ist richtig frech. Weißt du, nach einer Runde schön bei den Gegnern in den Spawn reinsprühen. Pff, easy. Oh. Ist bei uns im Stream ein richtiger Running Gag. Hier könnte ich jetzt so unglaublich viel rein editieren. Aber ich presse halt alles hoch. Darum werde ich jetzt hier nicht allzu viel Energie reinstecken. Dizzy. Okay. Da kenne ich einige, die das sprühen würden. Aufgrund von Hack-Vermutungen. Mhm. Oh, oh. In der Operation gab oder gibt es ja auch diese Woche diese Aufgabe, ich glaube, fünfmal sein Graffiti bei den Gegnern in den Spawn reinzusprühen im Casual. Da kann man dann was Nettes hinterlassen. Das Moochie-Poochie. Finde ich wirklich nice, dass sie mal in diese Richtung gegangen sind mit den Graffitis. Weil gerade damit kann man eben auch wirklich ein Statement bringen. 1G, eine Sekunde, die Katze. Komm. Sie saß schreien vor meiner Tür. Die hasst es, wenn Türen zu sind. Ich weiß genau, dass sie gleich wieder raus möchte und dann hier halt schreit. Das kann sie gut. Sehr laut schreien. Question Mark, auch eine ganz tolle Sache, wenn die Mates mal wieder irgendwas machen, das man an sich gar nicht wirklich hinterfragen möchte. Und natürlich noch denied. Nice. Und jetzt kommt noch die CSGO Graffiti 2 Collection. Einfach weitere Graffitis. Da haben wir einmal den Hopser. Backwack, ein Hühnchen. Sehr schön. Oh nein, ein Broken Heart. Den gute Nudelstern für die Topfragger. Eine glückliche Katze. What the fuck, sie aus wie ein Bär. Ein Silver Bullet Graffiti. Den gedankenerfüllten Kopf. Eine kleine Goldkrone. Okay, der ist wirklich nice. Oh, ein Smirkerich. Ein Babyhuhn, little Bug. Ein Graffiti von meinem Face, nice. Boom, darf bei keinem Tee fehlen in der Graffiti-Collection. Oh, oh Gott. Also wenn man sich ein Applaus-Graffiti verdient hat im Spiel, dann muss man wirklich gut gewesen sein. Das ist ja auch nice. Piep, piep. Oh, noch ein Chef-Kiss. Mhm. Ein Licht, das einem aufgeht. Und zu guter Letzt noch eine Grimasse. Da haben sie coole Sachen hinzugefügt. Ich denke, dass mir die Troll-Sachen am meisten gefallen. Gerade wenn man an die Community denkt, die halt in CSGO so entstanden ist über die Zeit. Die ganzen Salt Boys und was weiß ich. Da kommen die Troll-Graffiti halt gerade perfekt. Alles klärchen. Dann sind wir durch. Das waren die ganzen neuen Items, die mit dem Update kamen. Wer ein Video verpasst hat, kann einfach in die Playlist gehen. Die wird am Ende immer eingeblendet. Ich weiß gar nicht, ob die Leute so lange da bleiben. Und da kann man auf die Playlist klicken, dann sieht man alles. Alles, was jetzt mit der Operation kam und zu tun hatte, ist da drin. Haut da rein, macht's gut. Ciao, ciao.